Guten Morgen. Hallo Leute. Warum habe ich schon lange kein Video mehr gemacht? Ja, das kann ich euch erklären. In diesem Video versuche ich es mal zu erklären. Am 16. Dezember hat angefangen der Lockdown. Ja, und nach und nach haben auch die Wohnmobilstellplätze zugemacht. Da, wo ich immer meistens war, wo ich hingefahren bin, da ist gesperrt. Also da ist jetzt ein Schild dran, man darf da nicht, mit Wohnmobil parken, auf Deutsch gesagt. Daraufhin, bin ich gezwungen, irgendwo mit in der Bambach zu parken oder irgendwo woanders Stellplätze. Ich kenne zwei Stellplätze, die sind noch offen. Wie lange noch, weiß ich nicht. Dann kommt das dazu und dann kommt die Internetverbindung noch dazu, wenn man natürlich nicht auf gewisse Stellplätze steht. Man steht zum Beispiel wieder irgendwo, dann hat man natürlich kein Internet mehr. Also ganz schwaches Internet, dann kann man gerade nur streamen, kann man gerade nur Filme schauen. Man kann natürlich das Fahrzeug wieder bewegen und woanders hinfahren und dann das Video hochladen, können wir alles machen. Stimmt, man braucht aber auch die... Wie soll man es erklären? Also man braucht auch diesen Antrieb. Diesen Antrieb fehlt mir momentan, bei Videos zu machen. Durch den Lockdown zieht mir das natürlich ein bisschen runter. Dann kommt natürlich das Gas auch noch dazu. Die zwei Gastankstellen, wo ich mein Gas besorgt habe, die haben zugemacht. Also die eine hat bis zum 23. Also die hat zugemacht 23. bis zum 10. Januar. Finde ich zwar schade, das ist eine lange Zeit. Und die andere zwei Tankstellen, die machen Samstag und Sonntag zu. Dann geht es dann schon los. Ich habe jetzt momentan ein bisschen Urlaub, wegen Corona sozusagen. Heute werde ich mir aber ein bisschen was Leckeres kochen. Dann nehme ich euch mal kurz, mit und erzähle euch halt ein bisschen was darüber. Ja, das sind halt momentan diese schwierige Zeit. Was man durch muss, auf Deutsch sagt. Dann gibt es noch was ganz Wichtiges, was eigentlich nicht witzig ist, aber ich hoffe nur, dass es nur einer ist. Einen Stellplatz, wo ich immer mal Wasser besorgt habe, das war nicht weit weg, der hat das Wasser abgestellt. Also da fängt es schon wieder mal an, warum hat er das Wasser abgestellt? Gut, es gibt andere, ich kenne andere zwei, da gibt es noch Wasser, also da gibt es nichts. Mal schauen, ob das so bleibt. Sozusagen, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Zu meinem Gasverbrauch im Dezember, auch was ganz Interessantes. Ich habe ja gesagt, ich mache jeden Monat einen Update, wie viel Gas ich so verbrauche. Und ich muss sagen, im Dezember habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gasflaschen gebraucht. Also da merkt man schon, das sind nur 6 Gasflaschen. Und die Intervalle ist auch sehr interessant. Zwischen der ersten und der zweiten waren es ungefähr 1, 2, 3, 4. Am fünften Tag habe ich praktisch die erste gebraucht. Dann die dritte Flasche war dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da war es gleich um 8 Tage. Also 5, dann war es 8 Tage. Da war es scheinbar ein bisschen wärmer. Und dann, dann braucht man natürlich wenig. Aber das merkt man schon zwischen 5 und 8. Dann der nächste, 1, 2, 3, 4, 5, waren 6 Tage. 1, 2, 3, 4. Und jetzt waren es dann 4 Tage. 1, 2, 3, 4, 5. Also ich muss sagen, im Dezember ist der Durchschnitt zwischen 4 und 5 Tage. Also bis zur nächsten Flasche, was dann leer wird. Und das ist halt das Interessante. Nicht, dass man mehr Gas braucht im Winter, das ist mehr schon klar selber. Aber wie lange eine Gasflasche hält, also von der Intervalle her. Und da muss ich sagen, im Dezember war es jetzt bei mir zwischen 4 und 5. Ich habe es euch gerade erzählt. Heute mache ich mir eine Gulaschsuppe. Ich stehe hier, habe da gerade das Video ein bisschen was gezeigt von vorne. Und ja, es ist kalt. Es ist auf jeden Fall sehr ruhig hier. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Da ist wirklich sehr ruhig. Also da fährt fast kein Auto vorbei. Und jetzt fangen wir mal zum Kochen an. So, jetzt schneiden wir mal eine Zwiebel. Also ich habe jetzt eine ganze Zwiebel genommen. Die schneide ich dann jetzt in Würfel, in kleine Würfel. Ja, und hoffen wir mal,
dass der Lockdown nicht mehr lang hält, weil die Baumärkte sind auch zu. Das kommt ja auch noch dazu. Ich kann mein Gas in den Baumärkten nicht mehr holen. Das ist natürlich schon eine Riesensauerei. Ich habe zwar ein paar Leute, da wo ich mein Gas holen kann, Gott sei Dank, aber durch die Umstände, was momentan sind, muss ich sagen, ist es echt sehr chaotisch alles. Genau. So, dann machen wir eine Zwiebel. So, dann schneiden wir noch ein Knobi. Knoblauch schneiden wir noch von dem Gulasch. So. Naja, ein bisschen grob halt. Ja, das ist das Problem. Es werden natürlich sehr viele Videos noch folgen, weil es kommt ja dann der Sommer, denke ich mal, dann kann man da schon einiges mehr machen. Zumindest hoffe ich das. So, Knoblauch und jetzt kommen die Karotten. So, dann schneiden wir mal die Karotte oder Möhren. Was sind die Möhren und dann Karotten? Keine Ahnung. Ja, der Lockdown, Lockdown. Ja, man darf sich ja natürlich nicht mehr bewegen in Bayern. Ab 21 Uhr bis 5 Uhr in der Früh. Nur mit triftigem Grund. Ja, triftiger Grund ist, habe ich keinen momentan. Darum bewege ich mich auch nicht. Darum kommen auch wenige Videos sozusagen. Was soll ich da jeden Tag filmen, wie ich im Wohnmobil bin und koche mir eine Kleinigkeit oder eigentlich ist es ja nicht viel, was passiert. Ich gehe Lust und Laune zum Spazieren gehen, habe ich ab und zu mal. So, Karotten sind auch geschnitten. Gulasch habe ich auch hier. Schneiden wir ein bisschen kleiner, oder? Das ist so fast zu große Stücke. Schneiden wir ein bisschen in kleinen Stücken. So, ja. Leute, so sieht's aus. Aber bevor das ist vergesst, ich hoffe, dass ihr alle schöne Weihnachten verbracht habt. Was ist heute? Heute ist der 31. glaube ich. Genau, 31. Dezember. Ich glaube, morgen ist Silvester oder heute Nacht ist Silvester. Gut, da wird natürlich nicht geschossen. Gut, bin ich ganz ehrlich, bin jetzt auch nicht ganz der Typ. Bin ich auch nicht ganz der Typ dabei, um zu schießen. So. So, jetzt haben wir den Gulasch auch geschnitten. Dann sieht das Ganze so aus. Gulasch klein geschnitten, Karotten sind drin, Zwiebeln und Knoblauch. Jetzt tue ich das Ganze anbraten und dann kommt Wasser drüber. So, dann tun wir da Wasser rein. Dass es ziemlich flüssig ist und jetzt kocht man das Ganze, bis die Karotte so halb weich sind und dann kommen Nudeln noch rein und dann ist es und dann wird es fertig gekocht. Und für die Soße, dann nimmt man einfach so Jägersoße, da nehmen wir zwei Stück, eins habe ich schon rein und später zum Schluss, wenn die Nudeln dann fast fertig sind, kommt das auch noch rein und dann wird es umgerührt und dann ist es fertig. Schaut gut aus. So, yummy, yummy. Guten Appetit.